Hallo, moin und herzlich willkommen. Herzlich willkommen bei PharmaQuick, deinem Higher Inspiration Talk. Heute wartet Folge 4 auf dich. Folge 4 mit aktuellen Themen, die wir kurz und bündig, so zumindest unser Plan, besprechen wollen. Aktuelle Themen, ja, was beschäftigt die Apothekenwelt in diesem Moment? Abgesehen davon, dass die Sommerhitze einiges regiert und ja, was ist aktuell gerade bei dir so los? Wir haben uns dazu entschieden, mal wieder aus drei verschiedenen Perspektiven die Dinge zu beleuchten. Ich fange mal einfach an. Was beschäftigt die Apothekenwelt aus meiner Sicht in diesem Moment? Nun, das ist zum einen die erweiterte Medikationsberatung im Rahmen des Startmodells, sag ich mal, der pharmazeutischen Dienstleistungen, das auf jeden Fall. Dann natürlich auch die Urlaubszeit, die auch bewältigt werden muss. Thema Zeit ist knapp. Und natürlich die Vorbereitungen auf die Expo-Pharm. Ich weiß nicht, wer von euch beiden schon die Newsletter bekommen hat. Also sie trudeln ja doch mittlerweile so in den ein oder anderen kürzeren Abständen ein. Ja, das sind mal so drei Themen, die ich gerne mit ins Rennen bringen möchte. Und ich weiß nicht, wer von euch mag gerne übernehmen und den Staffelstab zu den aktuellen Themen, ja, berichten. Kann gern weitermachen. Vielleicht aus der Perspektive des eher Außenstehenden, des Coaches oder auch Beraters. Also ich erlebe momentan in der Apothekenwelt ja extreme Stresssituationen. Das liegt natürlich daran, dass einfach zu wenig Mitarbeiterinnen da sind, beziehungsweise erkranken oder erst gar nicht mehr den Beruf des Apothekers, Apothekerin, PTA und PKA wählen. Das ist, glaube ich, in fast jeder Apotheke momentan das Problem. Und dann kommen die Dienstleistungen dazu, die jetzt Gott sei Dank kommen und umgesetzt werden müssen. Und dafür fehlt natürlich auch die Zeit und das Personal. Also das heißt, es geht sehr um Struktur und Effizienz in den Vorortapotheken. Und ja, und das dritte Thema ist einfach Resilienz, glaube ich. Ja, dadurch, dass eben so wenig Personal da ist, sind die MitarbeiterInnen sehr gestresst und die Kunden auch natürlich. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass man dann trotzdem in seiner Mitte bleibt und eben genügend Widerstandskraft aufbaut. Und ja, so viel vielleicht als erstmal von meiner Seite. Wie siehst du das in der Praxis, Christiane? Da freuen wir uns drauf. Ja, vielen Dank. Also ich würde sagen, bei uns ist das Thema Digitalisierung E-Rezept sicherlich noch ein Thema. Also das ist alles auch eingerichtet, aber wir warten natürlich darauf, dass die ersten E-Rezepte zur Normalität werden, dass auch funktioniert. Kleine technische Hürden, dann freut man sich so, kommt ein E-Rezept und dann ist die entsprechende Box doch nicht, hat kein Update bekommen. Also so ab und zu hakt es natürlich auch. Natürlich auch, dass die Kunden, die Patienten darüber informiert sind, wie funktioniert das überhaupt, dass man auch sichtbar wird, digital sichtbar wird, also im Internet auch sichtbar wird. Das ist sicherlich auch eine Herausforderung für die Apotheke, was man ja vorher nicht so musste. Man war also nur wirklich vor Ort ja sichtbar. Also man merkt schon auch die Veränderung der Arbeitsprozesse, vor allen Dingen im Backoffice ändert sich sehr vieles. Auch da muss man neue Strukturen wählen und sicherlich, was ihr beide schon angesprochen habt, die pharmazeutischen Dienstleistungen. Auch das ist bei uns jetzt alles integriert. QM ist gelaufen und ähnliches. Mhm. Alle Mitarbeiter sind instruiert. Aber auch da, wer macht was wann und wie handeln wir das auch am besten? Und einige Aufgaben kann zwar eine PTA machen, aber der größte Teil doch Apotheker, Apothekerinnen, die das dann durchführen. Und die haben ja noch ganz, ganz viele andere Aufgaben. Das ist also oft eine Herausforderung. Wie werde ich den Kunden gerecht? Und wie werde ich auch der Dokumentationspflicht gerecht? Auch das kommt hinzu. Es ist ja doch ein Mehraufwand, der nicht mit einem Fingerschnipp gemacht werden kann. Und das würde ich sagen, also die neue Wahrnehmung der Apotheke, neu ist vielleicht ein bisschen zu schwer formuliert, aber eine andere Wahrnehmung. Und dass der Apotheker sich halt auf den Weg macht, digital auffindbar zu sein.
Das ist, glaube ich, das, wo man momentan, was bei uns so aktuell ist. Habt ihr denn einen ultimativen Tipp zu den ganzen Herausforderungen, die gerade in der Apotheke passieren und die wir erleben? Vielleicht Moni? Ja, ultimativer Tipp mag sein, doch ganz authentisch sich zu präsentieren und sich im Vorfeld all dessen, was wir jetzt gesagt haben, tatsächlich Gedanken zu machen, wo will ich denn hin mit meiner Apotheke? Wozu will ich die pharmazeutischen Dienstleistungen nutzen, um mich wie zu positionieren? Oder auch die Digitalisierung, wo soll sie meine Apotheke, wo soll sie uns als Apotheke hinbringen? Und dann wirklich ganz authentisch zu sein und bei den Dingen zu bleiben, die wirklich so einen Eigenantrieb haben. Wo dann gemerkt wird, jo, da landen wir im Flow, das erreicht uns, das finden unsere Kunden, unsere Patienten gut. Und dann den Dingen seinen Lauf zu lassen. Also das authentisch, ja. Zielgerichtet, ja. Und dann im Flow. Ja. Ja. Ja, ich glaube, was noch so hinzukommt, ist vielleicht auch zu schauen, wo hole ich mir Hilfe? Wo ist Hilfe wirklich angebracht? Wo hole ich mir Hilfe von außen, aus dem Coaching-Bereich, aus dem Marketing-Bereich? Häufig ist ja so, dass man in der Apotheke oft denkt, man kann alles alleine. Und ich glaube, das ist so im Pharmaziestudium auch nicht mit Inhalt gewesen, diese ganzen neuen Dinge, die da hinzukommen. Und ich glaube, da ist es wichtig, sich von außen Hilfe zu holen und auch so ein bisschen Struktur an die Hand genommen zu werden. Das ist auch fürs Team ganz wichtig. Und ich glaube auch, der Blick von außen auf das Unternehmen ist nochmal ein ganz anderer Blick als der Blick nur von innen. Man sagt immer so schön betriebsblind. Und ich glaube, das ist wichtig, zu sagen, Mensch, jetzt hole ich mir doch da Unterstützung in dem einen oder anderen Bereich oder vielleicht auch beides oder nacheinander. Das ist, glaube ich, wichtig. Und auch die Transparenz zu haben zum Team hin, dass Chef und Chefin, Apothekenleiter, Apothekenleiterin, wirklich die Mannschaft auch mitnehmen. Und es gibt einige, die sind digital affin, aber es gibt auch andere, die sind überhaupt nicht digital affin und sagen, was soll dieser ganze Blödsinn mit Posten und Facebook und Social Media und wo man da vielleicht unterwegs ist. Das ist auch nicht das Allheilmittel, das muss man auch sehen. Jede Apotheke ist anders und jede fährt ihren eigenen Weg und das muss man auch erstmal testen und sich auch Zeit geben, Zeit, diesen neuen Weg auch zu gehen. Und ab und zu nimmt man vielleicht auch eine falsche Abbiegung, aber auch das gehört dazu. Und ich glaube, da ist dann schön, wenn man Unterstützung hat. Ja, also da kann ich fast nichts mehr zufügen. Ja, das sind wirklich wertvolle Tipps. Und ich denke auch, vielleicht abschließend, für mich ist, ja, sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einfach absolut im Mittelpunkt. Ja, ich, wie du schon gesagt hast, ja, ich muss sie motivieren, mitnehmen, ich brauche die entsprechende Haltung. Ich sollte in allem die Chance sehen, das Positive sehen und versuchen, ja, zu überlegen, wie könnte es denn gehen und wie kann ich es denn für mich umsetzen. Und jede Apotheke natürlich anders, je nach vor Ort, je nach Aufstellung und je nach Unterschiedlichkeit vor Ort. Aber ich denke, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind das A und O und die sollten Spaß dabei haben und die sollten wir nicht vergessen. Ich glaube, dann sind wir schon am Ende unseres heutigen Podcasts und ich hoffe, ihr hattet alle viel Spaß und habt die eine oder andere Inspiration mitgenommen, konntet die mitnehmen und wir freuen uns auf euch, ja, wenn wir den nächsten Podcast aufzeichnen und vorstellen und ja, von meiner Seite erstmal tschüss. Von mir auch, bis dann. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.